Liebe Studierende der virtuellen Akademie Nachhaltigkeit, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Vorlesung Transition Management. Mein Name ist Uwe Schneidewind, ich bin Präsident des Wuppertal-Institutes und freue mich sehr, mit Ihnen diese Veranstaltung gestalten zu dürfen. Wenn wir über Transition Management sprechen, dann geht es um einen durchaus fundamentalen Wandel in der Diskussion über nachhaltige Entwicklung. Wir haben bei der Debatte über Nachhaltigkeit lange über Inhalte und Ziele im Schwerpunkt diskutiert, uns gefragt, wie weit darf der Klimawandel noch gehen, was sind maximale Temperaturerwärmungen, die wir uns erlauben können. Wir haben darüber diskutiert, wo Ressourcenknappheit entsteht, wo wir die Belastung anderer ökologischer Systeme wie zum Beispiel die schwindende Biodiversität oder das zunehmende Problem auch der Desertifikation in vielen Weltbereichen haben. Und obwohl das Wissen über diese Umweltzusammenhänge immer weiter gestiegen ist und uns immer klarer wurde, wie bedrohlicher die Situation geworden ist, hat es dennoch zu wenig konkreten Veränderungen und Verhalten geführt. Insbesondere die enttäuschenden Ergebnisse der letzten globalen Klimaverhandlungen haben uns das alle vor Augen geführt, dass obwohl immer mehr Wissen über die Dramatik des aktuellen Zustandes existiert, dennoch kaum Handeln ausgelöst wird. Und dies ist der Hintergrund, warum Themen der Transformation und der Transition, das heißt der Gestaltung der Übergänge, der Frage, wie kommen wir denn zu einer Welt, in der wir wirklich reale Veränderungen auslösen, auf technologischer Ebene, auf der Art unserer Wohlstandsmodelle, auf der Art und Weise, wie wir unsere Ökonomie organisieren, um mit diesen Herausforderungen umzugehen, einen zunehmenden Stellenwert. Und das ist die Grundidee des Transition Managements, sich genau mit dieser Frage des Wies des Wandels auseinanderzusetzen, besser zu verstehen, wie solche komplexen Systemübergänge funktionieren können, die uns helfen, mit diesen fundamentalen globalen Herausforderungen umzugehen. Für uns als Wuppertal-Institut, die wir seit 20 Jahren genau an solchen Übergängen zur Nachhaltigkeit forschen, hat deswegen das Thema Transition Management eine solch zentrale Bedeutung. Und in der heutigen ersten Episode und Vorlesung möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick geben in das Konzept, aber auch konkrete Beispiele solcher Transition-Herausforderungen. Das soll die folgenden Veranstaltungen entsprechend rahmen und Ihnen ein erstes Gefühl dafür geben, was konkrete Ansatzpunkte, aber auch die besondere Faszination des Themas Transition Management ist. Sie sehen das hier oben an der Gliederung nach einer kurzen Einleitung in das Konzept. Wir werden dazu dann auch nochmal eine eigene Vorlesung, gerade auch zu den theoretischen Ansätzen haben. Wird es heute darum gehen, Ihnen an zwei Anwendungsfeldern, nämlich einmal den Bereich der Energie und der nötigen Energiewende, der Energietransition, und zum anderen Herausforderungen im Bereich Ernährung, der globalen Sicherstellung der Ernährung, aber auch unserer ganz spezifischen eigenen nationalen Ernährungsmuster deutlich zu machen, was Transition-Herausforderungen sind und worum es bei dem Thema geht. Ich möchte Ihnen dann einen kleinen Einblick geben, wie ein Institut, wie das Wuppertal-Institut, das nun seit 20 Jahren genau an solchen Fragen forscht, diese Forschung zu Transition und Transformation angeht und Ihnen zum Ausblick eine Liste und eine Aufstellung der Schlüsselfragen mitgeben, die dann die ganze Veranstaltung begleiten werden und Ihnen ein Gefühl dafür geben, mit welchen Fragen Sie nach dieser Veranstaltung dann noch umgehen können und die auch leitend sind für die veranstaltungsbegleitenden Prüfungen und weitergehenden Diskussionen. Und ganz zum Ende werden Sie von mir in dem dritten Block einen kleinen kommentierten Literaturüberblick bekommen, der Ihnen einige Schlüsselpublikationen und Bücher aufzeigt und eine Idee von geben soll, wo es sich einfach lohnt, mal hineinzuschauen, um sich dieses faszinierende Themenfeld zu erschließen. In der Debatte über nachhaltige Entwicklung diskutieren wir in den letzten Jahren immer stärker über die Frage der großen Transformation, der Gestaltung von Übergängen in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, um mit bestehenden globalen Umweltherausforderungen umzugehen. Es werden sehr, sehr massive Veränderungen eingefordert
Und ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten einen Einblick dazu geben, warum diese dramatischen Forderungen nach radikaler Transformation da sind. Ein Einblick in die globale Umweltforschung, die uns aufzeigt, dass nicht nur einzelne ökologische Systeme auf diesem Planeten vor ganz erheblichen Bedrohungen stehen, sondern ganz viele Dimensionen, die von zentraler Bedeutung für die Stabilität dieser Erde sind, unter erheblicher Gefährdung stehen. Und ich möchte dies machen anhand einer Studie, die im Jahr 2009 erschienen ist, von 30 führenden globalen Umweltwissenschaftlern, darunter viele Nobelpreisträger, veröffentlicht wurde und insgesamt 10 Bereiche identifiziert hat, in denen wir zunehmend an sogenannte planetarische Grenzen kommen. Und mit planetarischen Grenzen sind Bereiche gemeint, die, wenn wir sie überschreiten, es nur noch sehr, sehr schwer kalkulierbar machen, wie sich globale Ökosysteme verhalten werden und damit eine erhebliche Bedrohung für die Zukunft unserer ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklung darstellen und die mit begründen, warum eine umfassende Transformation notwendig ist. Und das möchte ich ebenfalls anhand dieser Studie verdeutlichen, wie eng die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Umweltdimensionen ist und man daher mit hoher Vorsicht an Lösungen herangehen muss, die Probleme nur von einem in den anderen Bereich verschieben. Und will ausgehend dann von dieser Analyse zeigen, welche grundsätzlichen und auch richtungssicheren Strategien nicht nur helfen können, mit dieser Herausforderung umzugehen. Und das soll den Rahmen dafür bieten, nochmals zu verdeutlichen, warum die Forderung, die Diskussion über Transition Management und die große Transformation eine solche Bedeutung hat. Sie sehen hier das Schlüsselbild der Studie, die Professor Rockström, der führende Autor dieser Studie, in ihrem Aufsatz, der 2009 in der Zeitschrift Nature erschienen ist, abgedruckt haben und damit sehr pointiert auf den Punkt bringen, welche 10 Umweltbereiche im Hinblick auf planetarische Grenzen von besonderer Bedeutung sind. Ich will die kurz erwähnen, sich ein Bild machen können, in welchen Feldern sich das bewegt. Das ist einmal der Klimawandel. Der Klimawandel zurzeit, in den letzten Jahren, sehr intensiv in der Diskussion und Ihnen vermutlich sehr präsent. Es sind aber weitere Felder, wie die Übersäuerung der Ozeane, die eine erhebliche Bedrohung für das Funktionieren der sensiblen Ökosysteme im Meer darstellt. Es ist die Gefährdung der Ozonschicht, eine Diskussion, die wir 15, 20 Jahren sehr intensiv hatten und die uns bei Weite nicht verlassen hat, sondern eher durch die Relevanz anderer Probleme etwas in den Hintergrund gedrängt wurde, aber der immer noch eine erhebliche Bedrohung für den Planeten darstellt. Sind ganz bestimmte Ressourcenströme und hier in der Studie von Rockström und seinen Co-Autoren insbesondere der Nitrat- und der Phosphorzyklus, zwei zentrale Nährstoffe im Agraranbau, die zurzeit nicht durch ihre Knappheit, und Phosphor ist durchaus auch ein Stoff, der auf die nächsten Jahrzehnte hin auch eine knappe Ressource wird, aber insbesondere durch ihre breite Verteilung in die Umweltsysteme, die Überdüngung von vielen Umweltsystemen und damit der Destabilisierung dieser Systeme eine erhebliche Bedrohung für die ökologische Stabilität darstellen. Es ist die Verfügbarkeit von Frischwasser in immer mehr Regionen als eine Schlüsselressource für eine gesunde Entwicklung der Ökosysteme, aber auch als Grundlage menschlichen Lebens. Es ist die Veränderung von Landnutzungsmustern, das heißt der zunehmende Zugriff auch auf fruchtbare Flächen durch Verstädterung, den Bau von Infrastrukturen, Wüstenbildungsprozesse, sodass uns zunehmend weniger bebaubare, gerade auch für landwirtschaftliche Zwecke, Fläche zur Verfügung steht und dieses trotz wachsender Weltbevölkerung. Es ist die Bedrohung der Biodiversität als einer Dimension, die erheblich zur Stabilität von Ökosystemen insgesamt beiträgt, aber ganz, ganz viele sogenannte Ökosystemdienste für auch unser menschliches Leben zur Verfügung stellt und die in ganz, ganz vielen Weltbereichen, insbesondere auch in den tropischen Regenwäldern,
durch Abholzung und andere Maßnahmen erheblich bedroht ist. Es ist die Aerosolanreichung in der Atmosphäre, eine weitere wichtige atmosphärische Bedrohung. Und als letzte Kategorie spielt die Chemical Pollution, das heißt die chemische Verunreinigung, die zunehmende dissipative Verteilung auch von kritischen chemischen Stoffen in den globalen Ökosystemen eine zentrale Rolle. Das sind die 10 Schlüsseldimensionen, und in der Studie wurde ermittelt, und das sehen Sie hier in diesem grünen Kreis, wo liegen eigentlich diese planetarischen Grenzen? Noch können wir sie nicht für alle Bereiche ganz exakt bestimmen, aber in dem Artikel sind sehr, sehr gute Näherungswerte angegeben. Und es ist daraufhin abgeschätzt worden, wo liegen wir denn eigentlich in den aktuellen Belastungen? Und wenn man sich das anschaut, stellt man fest, dass wir in 3 Schlüsselbereichen schon über diesen Grenzen liegen. Das ist der Klimawandel, das ist der Nitratkreislauf und die Biodiversität. Und dass wir in anderen Bereichen wie der Ozeanübersäuerung, dem Phosphorkreislauf vorreichen dieser Grenzen sind. Und hier wird einfach deutlich, dass unsere aktuelle Art des Wirtschaftens bei einer weiteren Ausdehnung und bei der Projektion auf künftig zu erwartende 9 Milliarden Menschen vermutlich dazu führen wird, dass die jetzigen Überschreitungen sich noch weiter ausdehnen und auch andere planetarische Grenzen überschritten werden und damit das gesamte Ökosystem in einen nur noch schwer beherrschbaren Zustand kommen wird. Das also die Problemanalyse, abgesichert durch die führenden Köpfe auch der Umweltwissenschaften, die uns überhaupt über die große Transformation in Transition Management reden lässt. Das ist nun die interessante und Schlüsselfrage, in welche Richtung muss denn Transformation gehen, um mit diesen Herausforderungen umgehen zu können. Und hier leitet uns als Wuppertal-Institut dieses Entkopplungsbild, das als Botschaft deutlich macht, wir werden nur dann zur Lösung kommen können, wenn es uns gelingt, künftige Lebensqualität, nicht nur für uns hier in Deutschland, sondern Lebensqualität auf globalem Maßstab, in erheblichem Maße vom Naturverbrauch, das heißt von den Faktoren, die planetarischen Grenzen belasten, zu entkoppeln. Und für diese Entkopplung, also die Frage, wie können wir mit einem gegebenen und in Zukunft noch sehr viel geringerem Naturverbrauch weiterhin wachsende Lebensqualität erzeugen, spielen 2 Formen der Entkopplung eine zentrale Rolle. Und das ist einmal das, was auch im Wuppertal-Institut immer diskutiert wird, als die Effizienzrevolution. Das heißt, die Möglichkeit, durch technologischen Fortschritt Produkte sehr viel weniger Ressourcen und klimaintensiv zu produzieren, als das heute der Fall ist. Wir aber feststellen, dass vermutlich diese technologischen Fortschritte alleine nicht ausreichen werden, um die Ziele zu erreichen, sondern es genauso eine Entkopplung der Lebensqualität vom nominellen Wirtschaftswachstum braucht. Weil wir gerade sehr reichen Gesellschaften feststellen, dass ein weiterer Anstieg des Wirtschaftswachstums nicht mehr unmittelbar mit einer Verbesserung der Lebensqualität für weite Teile der Bevölkerung verbunden ist. Das hat mit vielen zu tun, das hat damit zu tun, dass mit weiterem Wachstum auch bestimmte Formen der Umweltschäden steigen, dass einfach in Gesellschaften, die sich heute schon über einen großen Reichtum freuen, dieses Mehr an materiellem Zuwachs kaum noch zu einem Mehr an gefühlter Lebensqualität führt. Ich glaube, für jeden Einzelnen, wenn wir uns selber fragen, was ist uns eigentlich wichtig in unserem künftigen Leben, es oft ganz immaterielle Dinge sind, wie mehr Zeit für Familie oder Freunde oder die Möglichkeit, sich im sozialen oder kulturellen Kontext zu entfalten, eine sehr viel höhere Bedeutung haben als ein unmittelbar materieller Zuwachs. Und diese Vision, diese Entkopplung zu erreichen von Faktoren 4 oder 10, wie sie uns in unserer Forschung leitet, auf diesen beiden Ebenen ist in der grundsätzliche Perspektive, wenn wir über Fragen der großen Transformation reden. Und es würde mich sehr freuen, Sie im Folgenden und in Zukunft auf diesen Weg der konkreten Gestaltung entsprechender Übergänge mitzunehmen. Transition Management, was verbirgt sich dahinter? Ich möchte Ihnen in den kommenden Minuten einen kurzen Einblick geben in die Transition-Idee und sie illustrieren an 2 Anwendungsfeldern, nämlich Übergängen, Transformationen im Energiebereich und im Ernährungsbereich.
um etwas plastischer werden zu lassen, worauf man sich bei der Untersuchung von Transformationsvorgängen dieses Ausmaßes konzentriert. Sie finden auf der Folie hier vorne zwei Definitionen. Einmal zu der Frage, was ist denn eigentlich ein Transition, ein Übergang, und was verstehen wir unter Transition Management, das heißt der Gestaltung solcher Übergänge. Dies sind Definitionen, darum finden Sie sich auch auf Englisch, die insbesondere von den Pionieren der Transition-Forschung aus den Niederlanden kommen. Und danach ist ein Übergang, ein Transition, ein fundamentaler Wandel in Strukturen, Kultur und Praxis in sozialen Systemen. Das ist die Definition, wie sie Gees und Schott im zwei der zentralen Vordenker des Transition Management in den letzten 15 Jahren definieren. Wenn wir uns diese Definition näher anschauen, dann sehen wir, hier haben wir es nicht nur mit einem auf eine bestimmte Technologie oder eine konkrete Unternehmensstrategie oder ein konkretes individuelles Handeln, konzentrierte Wandlung zu tun, sondern mit Systeminnovationen. Das heißt mit der Veränderung gesamter Strukturen, die eben alle dieser gerade genannten Komponenten umfassen. Wir werden das gleich am Bereich des Energiesystems sehen. Da haben wir aktuell mit der in Deutschland im Jahr 2011 gestarteten Energiewende einen solchen umfassenden Transition vor uns. Da geht es um den Umbau der Energiesysteme, der Erzeugungsstrukturen, neuer Formen der Vernetzung, aber eben auch um völlig veränderte Verhaltensweisen, neue Geschäftsmodelle, neue Geschäftsfelder, die dazu führen sollen, dass wir in 40 Jahren von jetzt aus gesehen die komplette Energieversorgung auf regenerative Basis umstellen können. Was bedeutet nun Transition Management, die Gestaltung dieser Übergänge? Und hier sehen Sie an der Definition, dass das ein durchaus aufgeklärter Gestaltungsansatz ist. Man sich schon bewusst ist, dass wenn wir über Transformation dieses Maßstabes reden, die sich nicht steuern lassen wie ein Automobil oder ein anderes technologisches Gerät oder vielleicht selbst ein kleineres Unternehmen, sondern dass es nur darum gehen kann, und Sie sehen das hier in der Definition, um Versuche, diese sozialen Systeme zu beeinflussen in eine mehr nachhaltige Richtung und dabei diese Probleme aufzulösen, die inhärent in den Systemen stecken. Sozusagen ein Veränderungsverständnis, das unterschiedliche Ansatzpunkte verwendet, um eine solche fundamentale Veränderung in Struktur und Kultur und angewendeten Handlungsformen zu erreichen. Wir werden in einer anderen Episode dann einen tieferen Blick in die theoretischen Konzepte werfen können, die einem solchen Transition Management Verständnis zugrunde liegen. Und ich möchte, um nun anschaulicher werden zu lassen, was ein solcher Transition und Transition Management bedeuten kann, auf zwei konkrete Beispiele eingehen, nämlich den Wandel von Energiesystemen und den Wandel von dem Ernährungs- und dem Ernährungsversorgungssystem auf globaler und nationaler Ebene. Und als kleine Impression in die Herausforderung Energie möchte ich mit Ihnen jetzt gemeinsam einen Film schauen, der vom WWF, einer großen internationalen Umweltschutzorganisation, gedreht wurde und genau diese Herausforderung der Transformation des Energiesystems sehr plastisch und anschaulich macht. Ich hoffe, Sie haben den Film mit gleicher Freude gesehen, wie ich es beim ersten und dann wiederholten Male gemacht habe, weil er in diesen 5 Minuten sehr komprimiert transportiert, worum es bei Energy Transitions, das heißt bei dem Umbau des Energiesystems geht. Nämlich aus einem sehr komplexen und vielfältigen Zusammenspiel von technologischen Entwicklung, neuen technologischen Möglichkeiten, zum Beispiel in der Erzeugung regenerativer Energien, der Steuerung dezentraler Energiesysteme, das, was im Film als Technology Push zum Ausdruck kam, also der Druck und das Eröffnen von Möglichkeiten durch neue Technologien, dies aber gekoppelt sein muss mit
Marktnachfrage, mit der Bereitschaft von Konsumenten umzusteigen, insbesondere aber auch von Unternehmen in diese Bereiche zu investieren. Und um einen solchen Wandel auszulösen, reicht eben nicht alleine die isolierte Kraft der Partner auf den Märkten, sondern es ist immer wieder notwendig, einen intelligenten politischen Rahmen zu gestalten, der genau diese Entwicklung vorantreibt. Wir haben das hier gerade in Deutschland in den letzten 15 Jahren erlebt. Da ist diese Kopplung gelungen. Und viele der Voraussetzungen, die dazu geführt haben, dass im Jahr 2011 die Beschlüsse zu einer sehr fundamentalen Energiewende gefallen sind, haben genau mit diesem Zusammenspiel von Technology Push, zunehmender Nachfrage und unternehmerischem Engagement in dem Feld und intelligenter politischer Regulierung zu tun. Früh waren es schon Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre erste Pioniere, die in Garagen Windkraftanlagen und Solaranlagen zusammenschraubten und diese Technologie in ihren Anfängen entwickelten. Das Ganze erhielt dann eine gewaltige Dynamik, als mit guter politischer Regulierung, insbesondere dem Erneuerbaren Energiengesetz, der Idee der Einspeisevergütung, stabile Investitionsrahmenbedingungen geschaffen wurden, die dazu führten, dass viele Konsumenten, Unternehmen den Weg gingen, in diese neue Technologie zu investieren und zunehmend Kapazität an regenerativen Energien aufzubauen. Und das schuf dann auch einen berechenbaren Markt für Zulieferindustrien. Es wurden technologische Entwicklungen angestoßen, die Anlagen immer besser zu machen, sodass am Ende wir im Jahr 2011 bei einem Anteil der regenerativen Energien an der Gesamtstromversorgung von über 20% schon angekommen waren und die mit der Energiewende angepeilten Ziele bis zum Jahr 2050 unsere gesamte Energieversorgung zu 90% aus regenerativen Energien zu ermöglichen, eben nicht mehr utopisch erscheinen, wie dies noch 20 Jahre vorher der Fall war. Ein sehr, sehr schönes Beispiel für eine solche Form der komplexen Transition, des komplexen Übergangs und dem Zusammenspiel der unterschiedlichen Faktoren. Ich möchte gerne noch in ein zweites Feld gehen, das in seiner Entwicklung noch nicht die gleiche Stadium erreicht hat, aber wo durchaus auch einiges in Bewegung ist und das zur Bewältigung der globalen Herausforderung eine hohe Schlüsselbedeutung hat. Und diese hohe Schlüsselbedeutung möchte ich hier nochmal illustrieren an der eindrucksvollen Skizze der zentralen globalen Umweltherausforderung, wie sie die Umweltwissenschaftler Hockström und andere deutlich gemacht haben. Denn dort sehen wir, dass viele auch der zentralen ökologischen Herausforderungen auf diesem Planeten mit der Frage zusammenhängen, wie wir Ernährungssicherheit gewährleisten und mit welchen Ernährungsmustern wir diese Ernährung sicherstellen. Der Nitrat- und Phosphorkreislauf, zwei zentrale globale Umweltherausforderungen, sind unmittelbar mit der Art, wie wir Landwirtschaft betreiben, verbunden. Die Frage der Landnutzungsmuster, wofür verwenden wir unsere fruchtbaren Böden, welcher Anteil geht in eine unmittelbare Ernährungsproduktion, welcher dient dazu, Futtermittel für die Fleischindustrie zu erzeugen, was wird als Energiepflanzen verwendet, das bestimmt die Verteilung und Nutzungsmuster von Flächen, hat erhebliche Auswirkungen auf globale Umweltherausforderungen wie Biodiversität, aber durchaus auch den Klimawandel. Das heißt, wenn wir an die Herausforderung globales Ernährungssystem gehen, sind wir mittendrin in der Frage der Gestaltung zukünftiger, nachhaltiger Strukturen. Und das ist auf der einen Seite eine Frage, die durch Technologien mitbestimmt wird. Wir haben durch eine sehr starke Industrialisierung, Automatisierung der Landwirtschaft heute Produktivitätsfortschritte erreicht, die vor 50, 100 Jahren kaum denkbar gewesen wären. Sie müssen sehen, vor der Industrialisierung von Ländern wie Deutschland waren 60, 70% der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig
um die Ernährung sicherzustellen. Heute sind wir bei Anteilen von zum Teil unter 2% der Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten müssen, oft um nicht nur die eigene Bevölkerung zu versorgen, sondern darüber hinaus auch noch Export in andere Länder zu ermöglichen. Das ist Ausdruck dieser gewaltigen Produktivitätsfortschritte und damit durchaus ein möglicher Lösungsbaustein auch in der zukünftigen Gestaltung für nachhaltige Ernährungsmuster oder einer nachhaltigen Gestaltung des Ernährungssystems. Auf der anderen Seite spielen gerade unsere Konsumgewohnheiten eine ganz zentrale Rolle. Wir müssen heute zunehmend Landfläche dafür verwenden, weil immer mehr Menschen den in unseren Wohlstandsgesellschaften sehr fleischintensiven Ernährungsstil kopieren und die Erzeugung der gleichen Menge an Kalorien aus Fleisch 5 bis 8 Mal intensiver ist als ein starker vegetarisches Ernährungsmuster. Hier liegt also eine Schlüsselherausforderung in einer nachhaltigen Gestaltung dieser Systeme, die weit über technologische Herausforderungen hinausgeht. Und wenn wir dann wissen, wie stark Ernährungsgewohnheiten eingebettet sind in kulturelle Praxis, in die Vorstellung von Lebensqualität, wird eben deutlich, dass es eine klassische Transition-Herausforderung ist, die eben eingreift in Strukturen einer Ernährungs- und Agrarindustrie, aber eben auch in Kultur und ganz konkrete Handlungspraxis, wie sie jeder für sich in seinem Ernährungsverhalten über Jahre oder Jahrzehnte entwickelt hat. Also ein weiteres sehr anschauliches Beispiel dafür, wie komplex die Herausforderungen sind, wenn wir über Transition und Transition Management zu einer nachhaltigen Entwicklung sprechen. Herzlichen Dank.